Ehlers Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge des Ehlers Rhetorik-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich entschuldige mich, dass ich nicht so regelmäßig online gehe, aber ihr wisst, wie das manchmal ist. Ich mache halt Podcasts, wenn ich ein besonderes Thema habe. Das habe ich eigentlich immer. Und Zeit habe, das habe ich eigentlich nie. Oder und einen besonderen Gast, den ich zuschalte. Und diesen besonderen Gast habe ich, er war nämlich schon mal Gast bei mir im Podcast, beim ersten Buch, das geschrieben wurde. Das habe ich auch hier liegen. Warte mal, ich zeige es euch mal. Und zwar heißt das gute Stück Mein Speed-Dating. Upsa. Mit dem Tod. Schaut mal, das ist die liebe Tamara. Und die hatte damals ja, etwas mit ihrem Herzen und hatte in der Tat ein Speed-Dating mit ihrem Tod, mit dem Tod, und hat darüber ein Buch geschrieben, das atemberaubend humorvoll ist, weil sie halt auch ein humorvoller Typ ist und uns zeigt, wie Resilienz funktioniert. Aber das Leben ging weiter und ihres auch, und es hat sich spannendes Neues ergeben, was dazu führte, dass es ein neues Buch gibt. Und dieses Buch seht ihr hier, Dein Herz, mein Herz. Und deswegen schalte ich sie jetzt mal zu. Da ist sie. Tada! Sogar zu mir ins Studio gekommen. Hallo Tamara, hi. Schön, dass du da bist. Wir reden mit den Zuschauenden. Ja. Du hast ein neues Buch geschrieben, Dein Herz, mein Herz. Jetzt wissen meine Zuhörenden ja bereits, was dir passiert ist. Du hattest einen Herzschlag, wie auch immer. Bist im Fitnessstudio umgekippt und hattest wirklich Engel an deiner Seite, die dir das Leben gerettet haben. Und dann hast du einen Defibrillator bekommen. Vielleicht mal eine Kurzzusammenfassung von dir. Was ist da damals passiert? Ja, ich hatte einen Herzstillstand, einen plötzlichen Herztod. Ich hatte schon gemerkt, ich habe so einen Druck auf der Brust immer wieder, kämpfe mit Rhythmusstörungen. Das habe ich 2016 schon mal gemerkt gehabt. Bin dann zum Arzt und dann hieß es, ich habe eine chronische oder eine Herzmuskelentzündung ausgelöst durch krank Sport machen. Und ja, anderthalb Jahre später, nachdem ich anderthalb Jahre Sportverbot hatte, durfte ich wieder loslegen. Und dann hatte ich damals im Fitnessstudio einen plötzlichen Herztod. Bin vom Fahrrad gefallen, bin reanimiert worden. Hatte das große Glück, dass da bombastische Männer da waren, die mich eine Dreiviertelstunde reanimiert haben, bis der Notarzt mit dem Defibrillator dann da war und mich wiederbelebt hat. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann kurz danach mit einem Defibrillator in der Brust gelebt. Ein halbes Jahr später musste ich dann leider aber trotzdem nochmal einen plötzlichen Herztod erleben, den zweiten. Das war damals in Ibiza im Urlaub, also auch ein wunderbarer Ort dafür. Und danach ging eine große Krankenhausserie los mit ganz vielen Therapien und allem. Aber so richtig helfen konnte mir irgendwie keiner und mein Herz wurde Stück für Stück schlechter. Ja, und darüber, über diese Zeit, auch wie diese ersten Schocks kamen, hast du in deinem ersten Buch geschrieben. Genau. Jetzt hast du ein zweites Buch und deine Leidensgeschichte ging weiter mit einem ganz besonderen Ereignis. Was ist dir passiert? Ja, die Geschichte ging weiter. Es ging aber erstmal damit weiter, dass ich nach insgesamt 5 Jahren Fehldiagnose im Prinzip, also es hieß ja 5 Jahre Herzmuskelentzündung, kam dann raus, dass ich eigentlich gar keine Herzmuskelentzündung habe, sondern dass ich einen genetischen Defekt in mir trage, von dem niemand was wusste und den keiner so richtig sich mal angeguckt hat. Gott sei Dank hat das, glaube ich, der 13. Arzt oder 14. Arzt, bei dem ich war, dann endlich mal gemacht. Die magischen 13. Ja, genau. Wie ist er darauf? Also erstmal fragt man sich natürlich schon, wie es sein kann, dass 12, 13 Ärzte das nicht merken. Und warum hat er es gemerkt? Wie ist dieser Gott in Weiß in dein Leben gekommen? Der Gott in Weiß ist mir so ins Leben getreten, dass ich umgezogen bin. Ich bin wieder zurück in meine Heimat, weil ich einfach nicht mehr alleine leben konnte. Ich bin wieder zu meinem Vater gezogen. Bin ich wieder in eine andere Apotheke marschiert, habe mich mit dem Herrn ganz gut unterhalten und er meinte, hey, guck mal, da gibt es einen neuen Kardiologen bei uns im Ort, also in unserem 15.000-Seelendorf. Und geh doch da mal hin. Und ich dachte mir, ja, das mache ich, weil es ganz praktisch ist. Und habe ich jemanden in der Nähe, der mir meine
Rezepte verschreiben kann und ich muss nicht jedes Mal wieder in meine alte Stadt fahren sozusagen. Und der Herr, ich bin da mit meinem großen Ordner, der mittlerweile so dick war, hinmarschiert und er hat den tatsächlich mit nach Hause genommen und hat ihn als Abendlektüre zu sich genommen. Und ja, kurz danach hieß es, komisch, bei Ihnen ist nie ein Gentest gemacht worden. Ich würde es ganz gerne nachholen. Okay, das war ein Apotheker oder ein Arzt? Das war dann am Ende der Arzt, aber der Arzt. Apotheker hat mich zu dem Arzt gebracht. Okay, cool. So, und dann kam Arrhythmogene raus? Genau, Arrhythmogene linksventrikuläre Kardiomyopathie. Ach so. Unfassbar langes Wort. ja, ist eine sehr seltene Erkrankung, die sehr ähnlich aussieht wie eine Herzmuskelentzündung. Mhm. Und im Prinzip führt diese Erkrankung dazu, dass das Herz Stück für Stück vernarbt, weil Proteine nicht richtig gebildet werden und ja, die Zellen auseinanderdriften. Und durch dieses Auseinanderdriften versucht der Körper, diese Lücken zu füllen. Und das macht er mit Binde- und Narbengewebe. Und das hat zu diesen Vernarbungen geführt, die dann wiederum zu diesen gefährlichen Herzrhythmusstörungen führen. Und ja, immer wieder zu den lebensgefährlichen Situationen. So, und ich stelle mir jetzt vor, wenn so ein Herz immer weiter vernarbt, ist es irgendwann mal kaputt. Richtig. Und dann ist man eigentlich tot. Du ja. Du sitzt aber hier relativ warm und lebendig neben mir und lachst auch noch. Ja, so, ja. Was ist passiert? Ein großes Glück ist passiert, denn ein halbes Jahr nach dieser Diagnose, es hat erstmal nichts geändert, die Diagnose, also ich hatte schon alles, was man machen kann sozusagen. Mhm. Ein halbes Jahr später hatte ich wieder einen gefährlichen Vorfall, bin wieder mit gefährlichen Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gekommen, hatte eine OP und nach der OP 8 Schocks meines implantierten Defibrillators bekommen. 8? 8 in einer Nacht. Ja. In deinem ersten Buch hast du das beschrieben, so ein Schock ist, wie wenn eine Kuh in Vollsprint dir an den Brustkorb springt. Ja, so ungefähr, richtig. Die Kuh, das Pferd, was auch immer. ja, es ist verdammt schmerzhaft. Und ich hatte da auch lange mit zu kämpfen. Und die 8 Schocks waren natürlich der pure Horror. Ich hatte das große Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus war. Mhm. Das heißt, an drei kann ich mich noch erinnern. Mhm. Und bei den anderen haben sie mir direkt danach was gespritzt, dass ich dann mich nicht mehr dran erinnern kann. Okay. Aber ja. Und damit war klar, nach dieser OP, die eigentlich die einzige war, die mir noch übrig blieb, wir machen es mit der OP nur schlechter als besser. Mhm. Es gibt eigentlich nichts mehr, was mir groß helfen kann. Ich bin offiziell austherapiert. Bis auf eine letzte Lösung. Und das ist das Thema Herztransplantation. Ui, so, aber ja. Da natürlich alle meine Hörenden haben natürlich längst durch den ersten Podcast schon sich einen Organspendeausweis zugelegt. Sehr gut. Bin ich davon überzeugt. Es gibt, glaube ich, sogar ein Tattoo, das man sich machen kann. Das ja. Musst du mir nachher nochmal zeigen. Ich glaube, das lasse ich mir machen. An so ein Spenderorgan ist ja nicht so leicht zu kommen, ne? Gar nicht leicht zu kommen, richtig. Das große Problem ist erstmal überhaupt auf die Liste drauf zu kommen. Also es gibt eine Warteliste, da gibt es eine T-Liste, also eine Transplantationsliste und eine HU-Liste, eine Hochdringlichkeitsliste. Und nur wenn man auf dieser Hochdringlichkeitsliste ist, hat man reelle Chancen, zeitnah ein Herz zu bekommen. Aber es ist nicht so einfach, auf diese Liste drauf zu kommen. Also genau genommen muss es einem schlecht genug gehen, aber nicht zu schlecht, damit man die Transplantation noch überlebt. Also man muss genau den richtigen Moment erwischen. Und die Ärzte haben auch erstmal nicht dran geglaubt. Also sie wollten mich erstmal wieder nach Hause schicken, obwohl ich einen Puls von 130 hatte, wenn ich nur 2 Meter auf die Toilette gegangen bin, ständig mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen hatte. Aber sie haben erstmal keine Option gesehen, dass ich auf diese Liste draufkomme. Mhm. Und mit ein bisschen Boxen. Wen hast du geschlagen? Ja, ich sollte rausgeschmissen werden. Also tatsächlich kam der Arzt dann zu mir und meinte, Frau Schwab, wir entlassen Sie morgen. Und ich war so, wie? Das geht jetzt gerade nicht, das macht keinen Sinn. Doch, Sie müssen mal langsam jetzt wieder in die Gänge kommen sozusagen. Und dann habe ich mich geweigert. Ich gesagt, nö, ich gehe nicht. Ich sehe ich nicht ein, weil bis ich zu Hause bin, liege ich wieder im Krankenhaus, bin ich überzeugt davon. Und habe dann einen Selbsthilfeverein kontaktiert, die mich schon kannten und die wiederum einen anderen Arzt, der sich dann wirklich dahinter geklemmt hat und mir am selben Tag der Entlassung einen Termin in einer Transplantationsambulanz in einem anderen Krankenhaus besorgt hat. Wow, und dann bist du umgezogen in das andere Krankenhaus und warst auf der HU-Liste? Noch nicht ganz. Ich bin dann tatsächlich von einem Krankenhaus...
von einem Krankenhaus zum nächsten, hatte die Vorstellung. Dann hieß es, ja, wir sehen reelle Chancen, dass wir das hinbekommen mit der Transplantation beziehungsweise mit der HU-Listung. Und dann bin ich in das dritte Krankenhaus an dem Tag gewandert. Ja, ich kenne alle Münchner Krankenhäuser mittlerweile. und da fanden dann die ganzen Voruntersuchungen statt, bevor man auf die Liste kommt. Weil man muss erstmal den ganzen Körper einmal komplett durchchecken von A bis Z, ob er gesund ist, bevor man eine Chance hat, auf diese Liste draufzukommen. Boah, okay. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass die dann gesagt haben, du kommst auf die HU-Liste? Das ist so eine kleine Blackbox, aber im Endeffekt ist es die Instabilität meines Herzens gewesen, dass ich einen genetischen Defekt habe. Mhm. Also mit der Diagnose Herzmuskelentzündung wäre ich wahrscheinlich nicht draufgekommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Herz wieder besser wird, dort gegeben ist. Mhm. Bei einem genetischen Defekt nicht. Also Genetik kann nicht besser werden. Ja. Und das war am Ende dann meine große... die große Hoffnung sozusagen, dass ich aufgrund des Gendefekts auf diese Liste komme. Und genau so war es dann auch. Okay, so, was bedeutet das? Ab dem Augenblick, wo du auf dieser High-Urgency-Liste bist, was passiert dann? Dann ist man erstmal im Gefängniskrankenhaus. Im Gefängnis? Ja, also es fühlt sich wirklich wie ein Gefängnis an. Ich habe die Zusage bekommen und dann war klar, ich darf nicht mehr nach Hause. Also ich muss im Krankenhaus auf das Herz warten. Ich bin dann nochmal in das... vierte Krankenhaus in München, da durfte ich dann warten. Okay. Und man kann sich das so vorstellen, man liegt im Bett, man hat so ein EKG an sich dran, man hat ein Blutdruckmessgerät an sich dran und das rund um die Uhr. Man darf nicht vor die Tür, also man darf nicht raus aus dem Krankenhaus. Das Einzige, was man darf, ist auf den Gang und da eine Runde spazieren gehen. Das ist ein Knast, ja. Genau, richtig. Also es hat sich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Gefängnis angefühlt. Und man weiß nicht, wie lange diese Zeit geht. Also du hast gar keine Ahnung, wie lange du da warten musst. Weil es muss ja ein passendes Herz gefunden werden. Das heißt, richtig. Jemand wahrscheinlich ein Unfallopfer oder so. Okay, lass uns darüber reden. Wie kommt man an ein Herz? Also, als Organspender kommen nur Menschen in Betracht, die einen irreversiblen Hirntod haben. Mhm. Also das heißt, wenn ich beispielsweise einen Unfall habe oder wenn ich einen Herzinfarkt habe, nehmen wir einen Herzinfarkt, also einen Herztod, komme ich zum Beispiel in Deutschland gar nicht als Organspender in Betracht. Ach, wenn ich an einer Unfallstelle versterbe, also noch an der Unfallstelle selbst versterbe, komme ich auch nicht als Organspender in Betracht, weil ich nur, wenn ich im Krankenhaus noch also lebend noch ins Krankenhaus komme und sich dort der irreversible Hirntod einstellt, ich als Organspender in Betracht komme. Also es ist eine ganz, ganz geringe Prozentzahl. Es sind nur 1% aller sterbenden Menschen in Deutschland, die überhaupt als Organspender in Betracht kommen. Und das ist eine wahnsinnig geringe Zahl. Und dann muss ja auch noch das Herz passen. Und da gibt es auch Kriterien. Also das Herz muss ungefähr gleich alt sein sozusagen, die andere Person muss ungefähr gleich groß, gleich schwer sein, die gleiche Blutgruppe haben, ähnliche Antikörper und so weiter. Also es ist wirklich ein Perfect Match, wenn man das richtige Herz findet. Ja. Wow, das heißt, gibt es da eine Zahl, wie lange man normalerweise auf so ein Herz wartet? Also die Durchschnittswartezeit liegt so bei 4 bis 6 Monaten im Krankenhaus. Mhm. Wenn man ein besonders großer Mann ist, dann oder besonders groß, schwer, dann kann es auch ohne Probleme mal sein, dass man ein Jahr wartet. Alles klar, ich fang morgen an abzunehmen. Ja, aber es ist natürlich, weil das Herz muss ja entsprechend, also ähnlich sein. Das heißt, man kann dann auch nur ein Herz von jemandem großen, schweren auch bekommen. Ja. Und das sind natürlich nicht so viele wie jetzt beispielsweise meine Statur. Ich bin 1,60, ich bin klein. Ich könnte sogar ein jugendliches Herz bekommen, weil das von der Größe ja auch ungefähr passt. Und jünger geht immer sozusagen. Ja, okay. Genau, und dann ist ganz entscheidend, welche Blutgruppe man hat. Also wenn man eine Standardblutgruppe in Anführungsstrichen hat, also A oder 0, dann wartet man im Durchschnitt viel, viel länger, als wenn man eine seltene Blutgruppe hat. Ist auch komisch. Ich habe es auch anfangs nicht verstanden. Aber natürlich gibt es weniger Anwärter. Wenn dann mal ein passendes Herz mit der Blutgruppe da ist, dann gibt es nicht so viele, die warten. Logisch. Genau. Logisch, ja. Hast du eine seltene oder eine häufige? Ich habe tatsächlich eine seltene Blutgruppe. Das war mein großes Glück. Deswegen habe ich auch keine 4 bis 6 Monate warten müssen, sondern am Ende nur 33 Tage. Wow, ja. Etwas über einen Monat. Ja,
ging ratzfatz. Boah, jetzt liegst du da, bist also im Kopf wahrscheinlich darauf eingestellt, mehrere Monate in diesem Gefängnis zu verbringen. Und dann kommt dieser Augenblick, wo es dann heißt, das Herz ist da. Ja. Hip, hip, hurra, wie geht's so? Also für mich mal in die Welt, wie geht sowas ab? Ich glaube, das war der emotionalste Moment meines das Lebens. Das kann ich mir vorstellen. Es war halb eins in der Nacht. Mhm. Meistens kommen die Nachrichten immer nachts, weil tagsüber diese ganze Diagnostik bei dem hirntoten Menschen stattfindet und dann erst Bescheid gegeben wird, sozusagen. Und ich habe noch telefoniert, also ich war noch wach. Ich habe auch eine Zimmernachbarin gehabt im selben Alter. Also wir waren beide noch im Telefonieren. Mhm. Und dann klopft es an der Tür und dann kommt eine Ärztin mit Mundschutz eben rein. Also man hat gar nicht ihre Reaktionen groß gesehen. Mhm. Und ich dachte mir nur, ach, wahrscheinlich ist irgendein EKG-Pad nicht richtig fest. Und sie motzt einfach nur, so wie es immer mal wieder vorkam. Und dann kam sie immer näher an mein Bett. Und habe gemerkt, sie will was von mir, dann habe ich einen meiner AirPods raus. Ich habe sogar den anderen drin gelassen. Und dann meinte sie zu mir, Frau Schwab, es geht los, ihr neues Herz ist da. Wow. Ja. Das war der Beginn einer großen Achterbahnfahrt. Ist das alte Herz da nicht direkt rausgesprungen? Sag mal? Ja, tatsächlich. Ich hatte sofort einen Puls von 140 und dieses EKG, das hat in einer Tour Meldungston sozusagen gebracht, dass ich einen viel zu hohen Puls habe. Aber es war ausnahmsweise mal nicht die Herzrhythmusstörung, sondern einfach diese Aufregung. Oh Gott, mir wird jetzt wirklich mein Herz rausgenommen. Also ich glaube, ich würde jetzt sterben. Also ich sage das auch nur, weil du neben mir sitzt und lachst und diesen ganzen Prozess ja offensichtlich komplett verarbeitet hast. Aber das, oder wie wird man vorbereitet auf diesen Augenblick? Ich meine, dir wird das Herz rausgenommen. Hallo? Ja, also ich muss sagen, viel vorbereitet wird man ehrlich gesagt nicht. Da muss ich auch sagen, da ist die Wartezeit schon wertvoll, weil du dich in der Zeit natürlich irgendwie damit beschäftigst und dir Gedanken darüber machst, ja, was ist, wenn dieser Anruf kommt und so. Aber richtig vorbereiten, glaube ich, kannst du dich auf so einen Moment nicht. Weil du also in Zukunft das schon, weil jetzt gibt es ja dein Buch. Aber ja, aber es wirklich zu erleben, ist schon nochmal ein anderes Thema, muss ich sagen. Also es war wirklich, das war eine Achterbahn der Gefühle. Ich hatte im ersten Moment, ich habe mich wahnsinnig gefreut, endlich habe ich die Chance, wieder normal zu leben. Ja. Dann gleichzeitig pure Angst, so, ja, mir wird jetzt mein Herz rausgenommen. Ja. Trauer, weil ich wusste, boah, da ist jetzt ein Mensch, der stirbt und die Familie, die leidet gerade wahnsinnig, während ich mich freue. Ein schlechtes Gewissen hatte ich sogar meiner Zimmernachbarin gegenüber, weil die schon viel länger gewartet hat und dann plötzlich ich den Vorzug kriege, weil ich eben eine seltene Blutgruppe habe. Also das war wirklich alles auf einmal in dem Moment. Ich war maximal überfordert. Das glaube ich. So, und dann, jetzt hast du die Nachricht bekommen. Wie lange dauert es dann, bis du unter Vollnarkose gesetzt wirst? Normalerweise geht es ratzfatz. Also ich habe die Info bekommen und wusste, ich muss dann auch sofort in das andere Krankenhaus, wo transplantiert wird. Das heißt, ich muss sofort ein paar Sachen zusammenpacken. Nicht meinen ganzen Koffer, sondern 3 Teile, die in eine Tasche reinpassen. Das haben wir gemacht, dann kam schon das Intensivmobil, hat mich mitgenommen und eigentlich war der Plan, dass dann auch direkt die OP stattfindet, also noch nachts stattfindet. Mhm. Bin dann aber im Krankenhaus angekommen und dann hieß es, wir würden doch ganz gerne die OP auf nächsten Mittag verschieben. Ich glaube, da gab es so ein paar logistische Themen, weswegen das bei mir verschoben wurde, aber normalerweise geht das alles zack, zack, zack innerhalb von 2-3 Stunden sozusagen. Okay. Ja. So, das heißt für dich dann nochmal warten? Katastrophe. Stehen da auch Ängste nochmal, dass es vielleicht auch nicht klappt? Oder? Oh, ja, ja, also das kann natürlich auch passieren. Man bekommt diese Zusage, man wird vorbereitet und in der Zeit, während man vorbereitet wird, fährt das Team, was mich transplantiert, zum Spender, schaut sich das Herz nochmal final an und entscheidet, final passt es wirklich, dieses Herz. Und in so einem Fall kann es auch passieren, dass die Ärzte dann das Herz sehen und sagen, nee, doch nicht, das passt doch nicht optimal. Mhm. Also im schlimmsten Fall wirst du vorbereitet und dann heißt es, nee, du musst doch warten. Boah. Und dafür hatte ich echt Bammel. Ja. Vor allem, als es hieß, ich muss noch warten. Warum muss ich jetzt plötzlich warten? Genau.
Also das war eine Horrornacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe kein bisschen geschlafen. Ich habe noch nachts mit Freunden telefoniert, dass ich mich irgendwie ablenken kann. Also ich glaube, wenn es hochkommt, habe ich 1-2 Stunden dann am Ende noch um 5 Uhr oder so geschlafen, bis ich wieder geweckt wurde. Und habe noch so ein paar Sachen, also noch ein paar Nachrichten verschickt, mit meinen Eltern noch mal telefoniert. Und dann hieß es schon, das Team ist jetzt unterwegs, beziehungsweise jetzt haben wir grünes Licht und jetzt wirst du schon in den OP geschoben, obwohl das Transplantationsteam im Herz noch gar nicht da ist. Okay, ja. Gut. Und dann wirst du unter Narkose gesetzt, bevor das Herz da ist? Ich werde nicht nur unter Narkose gesetzt, ich werde sogar schon aufgeschnitten. Also ich liege tatsächlich schon mit allem drum und dran offen da, bis das Herz da ist. Kannst du mir gar nicht vorstellen. Warte. Ja. So, okay. Ja, und dann kommt das neue Herz in einen hinein und irgendwann wirst du wach. Ja, irgendwann ist gut. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich am selben Tag wieder wach werde. Ich bin dann 3 Tage später wach geworden. Okay. Davon wusste ich ehrlich gesagt nichts, aber das kann wohl ab und an passieren. Das Thema war nämlich, dass mein Herz, das neue Herz, ein Ticken größer war als das alte Herz. Mhm. Und dann war auch noch alles geschwollen, weil OP und so weiter. Und dadurch konnte man meinen Herzbeutel um das Herz rum sozusagen nicht verschließen und den Brustkorb nicht verschließen, weil zu viel Druck auf dem Herz dann gewesen wäre. Ja, also musste man mich erstmal noch 3 Tage im Koma mit offenem Brustkorb auf der Intensivstation liegen lassen, bevor man mich wieder zuschnüren konnte und wecken konnte. Ja. Aber ich habe es nicht mitbekommen. Ich mache ja, okay, gut, das ist natürlich eine gute Nachricht. Also, boah, ja. Mensch, also ich bin Mann, ich leide natürlich doppelt. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wer ein Video guckt, sieht, ich habe einen hochroten Kopf. Mich macht der Gedanke daran schon fertig und du sitzt hier und lachst, sag mal. Naja, ich habe es ja nicht mitbekommen. Ich habe es erst im Nachhinein dann erfahren. Mhm. Heute ist Mittwoch. Ich so, wie, heute ist Mittwoch? Ich bin am Sonntag transplantiert worden. Und dann ist mir eben gesagt worden, dass das alles nicht ganz so reibungslos funktioniert hat am Anfang. Aber jetzt interessiert mich, wie fühlt es sich an? Du wärst wach und du weißt im Grunde genommen, in dir schlägt ein neues Herz. Ja, Das ist doch psychisch jetzt auch erstmal herausfordernd, oder? Frag ich mal dumm. Ja, wobei ich ehrlich bin, als ich aufgewacht bin, habe ich mir erstmal überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, dass da was anderes in mir drin ist, sondern ich hatte unfassbare Schmerzen. Ich war noch vollkommen unter Drogen gestanden, okay, also die ganzen Narkosemittel. Ich hatte den Durst meines Lebens, das werde ich nie vergessen, weil ich hatte insgesamt 6 Liter Wasser in mir drinnen durch diese Herz-Lungen-Maschine und das war alles im Gewebe drinnen. Das heißt, ich habe Wassertabletten en masse bekommen und durfte nicht trinken, deswegen dieser Durst. Und diese wahnsinnigen Schmerzen. Also ich war gerade in dieser Situation erstmal maximal überfordert mit den Schmerzen, mit dem Durst und so weiter, dass ich mir übers Herz... Vielleicht ganz gut. Vielleicht. Ich habe mir erstmal auf jeden Fall gar keine Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich passiert ist. Das kam erst mit der Zeit, dass es so durchgesickert ist, da ist jetzt was Fremdes in mir. Also das Herz eines fremden Menschen pocht jetzt ganz plötzlich in mir. Das ist strange, sehr strange. Und diese Erkenntnis wächst dann oder wie gehst du damit um, psychisch? Ich habe mich ja ein Stück weit auch darauf vorbereitet. Ich wusste ja, dass das passiert. Aber ich weiß, die ersten Tage lag ich oft nachts da und habe einfach nur diesem Herzschlag zugehört, weil dieser Herzschlag ganz neu für mich war. Also es war so richtig stark. Und früher, wenn ich mein Herz stark gespürt habe, war es ja Gefahr. Und jetzt plötzlich... war es ja aber ganz normal und regelmäßig. Und dann habe ich auf dieses EKG drauf geguckt und sehe, ich habe einen Puls von 60, 70, sowas in dem Dreh. Und es ist ganz regelmäßig, also diese Ausschläge, ganz regelmäßig. Und das war überwältigend. Also wirklich, ich lag so oft nachts da und habe einfach nur diesem EKG zugeguckt, meinem Herz zugehört und versucht zu begreifen, dass da jetzt wirklich was Neues, Fremdes in mir drinnen ist. Ja. Und die allerschönste Geschichte war ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das war direkt nach dem Aufwachen. Also der allererste Mensch, der mir begegnet ist, war natürlich mein Pfleger, der sich um mich gekümmert hat. Der zweite Mensch stand dann mit Pflegeroutfit und Mundschutz und allem vor mir und meinte, Tamara, kennst du mich noch? Und ich war so... Nö, keine Ahnung. Ich habe auch noch doppelt gesehen durch die Medikamente. Klar.
Dann Mundschutz, ich so, keine Ahnung, wer du bist. Und dann meinte er, ja, ich bin Dominik, der dir im Fitnessstudio das Leben gerettet hat. Nein, hat er Ja. da gearbeitet oder was? Er war Medizinstudent, als er mich reanimiert hat, damals beim ersten Herzstillstand. Und er ist mittlerweile, macht er seine Kardiologie-Facharztausbildung in Ist exakt ja verrückt. dem Klinikum, in dem ich transplantiert worden bin. Und wir hatten Nein. keinen Kontakt mehr. Ich wusste nicht, dass er in diesem Krankenhaus ist. Er hat aber davon erfahren, durch Zufall über den anderen Medizinstudenten, dass mir das passiert ist und hat mich einfach an meinem allerersten Tag im neuen Leben Och, besucht. ist das eine schöne Geschichte, das gibt's ja gar nicht. Ja. Wow, Ja. toll. Habt ihr Kontakt heute noch? Sporadisch, aber das wird immer irgendwie eine besondere Verbindung bleiben, Ja, bin das ich glaube ich. überzeugt Klar, das davon. ist dein Lebensretter, ne? Ja, mein Schutzengel, der irgendwie immer da Boah, war, wenn es sein musste. Wahnsinn, was für eine Geschichte. Ja. Oh, das Leben ist schon verrückt, das muss man echt sagen. So, und jetzt, wir kennen uns ja, haben immer mal wieder Kontakt, wir zwei. Und man hört, man hört dich strahlen für die, die es nur hören. Und sie strahlt auch tatsächlich, die, die es sehen, dem muss ich es nicht erklären. Ich weiß, dass du inzwischen Sport machst. Kaum zu glauben, ja. Ja, für mich ist es wirklich kaum zu glauben. Also ich könnte mir das schon nicht mit einer neuen Milz vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber das Herz ist ja nun mal das wichtigste Organ neben dem Hirn. Ja, machen wir es kurz. Wie geht's dir heute mit dem neuen Herz in dir? Mir geht es tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich ein so normales Leben wieder führen kann. Ich mache wieder regelmäßig Sport. Also ich boxe mittlerweile im Verein. Ich mache Boxen auch noch. ja, Fitnessboxen. Ich muss ja Ach irgendwie so. dieses Thema sich durchs Leben boxe ein Stück weit weiterführen, wenn meine Krankheit jetzt Gott sei Dank besiegt ist. Ich bin sogar 3 Wochen nach der Transplantation das erste Mal wieder aufs Fahrrad gesessen worden, also auf so ein Ergometer-Fahrrad, 3 Wochen nach der So Transplantation. schnell. Ja. Da ist auch, da wird gar nicht lange mit einem geredet. Da heißt es dann, mach so schnell wie möglich, weil wir müssen ja dein neues Herz trainieren. Also auch Ja. dein neues Herz braucht ja wieder Training und man muss sich ja um das Herz kümmern. Und von daher, ja, reise ich wieder, ich mache wieder Sport, ich arbeite wieder, ich habe wirklich wieder ein komplett normales Leben. Wow, klasse. Also für alle, die, die zuschauen können, blende ich es mal ein. Dein Herz, mein Herz heißt das Buch im Mosaik Verlag, erschienen in der Random House Gruppe. Man sieht auf dem Cover zwei große Narben, die du zeigst, neben deinem strahlenden Lächeln. Untertitel: Wie mir eine Organspende ein zweites Leben schenkte. Und warum, huch, falsches Bild, aber Moment, warum sollen meine Hörer jetzt dein Buch lesen? Was erfahren sie alles neben der Geschichte ausführlicher, die wir gerade eben mal gestreift sind. Ja, also ich habe meine Geschichte aufgeschrieben, es ist eine besondere Geschichte und ich glaube, man kann aus dieser Geschichte und auch meinem Umgang, wie ich dieses Schicksal angenommen habe und es versucht habe zu bewältigen, auch einiges für sich selber mitnehmen. Ich glaube, das war so diese Extremsituation, aus der man aber wiederum ganz viele Dinge für die Alltagsthemen sozusagen mitnehmen kann, wie man sowas gesund bewältigen kann, wie man resilient mit solchen Situationen im Leben umgehen kann, wenn sie einen umwerfen und plötzlich das Leben auf dem Kopf steht sozusagen. Gleichzeitig zeigt es, wie besonders das Leben ist und wie viel Wunder eigentlich im Leben drinsteckt. Und dass man manchmal einfach nur Vertrauen haben muss, dass Dinge, die einem passieren, auch irgendwo einen Sinn haben und man ganz viel auch daraus mitnehmen kann. Denn egal wie schwer meine Geschichte war, sie hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich bin heute ein glücklicherer und dankbarer Mensch, als ich das früher war. Von daher war das okay. Ach, schön. Erfährt man auch etwas, wie deine Gedanken zum Spender sind und zur Ja, Spenderfamilie? also es ist wirklich ein sehr intimer Einblick in meine Gedanken durch diesen ganzen Prozess hindurch. Es gibt sogar ein Kapitel, wo ich an meinen Spender oder an meine Spenderin schreibe. Ah, okay. Oder auch ein Kapitel, das ich meinem Herz selber widme, also meinem alten Herz, aber auch meinem neuen Herz widme. Das sind so meine inneren Gespräche mit mir selbst, die ich geführt habe, um ja, diesen ganzen Prozess zu verarbeiten und zu verstehen, was da passiert.
Toll, ich habe es gerade eben digital bekommen und werde sofort mit dem Lesen anfangen. Dein Buch, Mein Speeddating mit dem Tod, das vorherige Buch, ist schon eines meiner absoluten Lieblingsbücher geworden, weil du schreibst einfach lustig und du bist ja auch ein lustiger Mensch. Und ich glaube, dass Humor auch ein ganz wichtiges Werkzeug ist für Resilienz. Ich weiß aus deinem neuen Buch, ich war im Inhaltskapitel schon vorher am Stöbern, ist zum Beispiel auch eine Playlist irgendwie genannt, Musikstücke, die einem helfen in schwierigen Situationen. Ja, genau. Und sowas ist toll. Das sind also ganz, ganz praktische Tipps. Und mein Rat an dich, lieber Zuhörer des Elas Rhetorik Podcasts, kauf dieses Buch möglichst sofort. Lass es uns zum Spiegel-Bestseller machen. Das ist auf jeden Fall verdient. Und die liebe Tamara ist, das weiß ich aus erster Hand, auch eine fantastische Bühnenrednerin. Du hältst auch Vorträge zu dem Thema, ne? Richtig. Ja. Thema Resilienz, sowohl Vorträge als auch Workshops tatsächlich. Ja. Viele meiner Vortragskunden, die seit Jahrzehnten Hein Hansen oder Michael Ehlers für Keynotes buchen, sei hier auch ans Herz gelegt. Schnappt euch mal die Tamara und holt sie auf eure Bühne. Die strahlt auf der Bühne genauso wie in diesem Podcast und kann auch so wunderbar strukturiert und mit schönem Spannungsbogen erzählen. Schön, dass du da warst. Hat wirklich Freude gemacht und es soll nicht unser letztes Interview gewesen sein. Treffen sowieso nicht. Und euch, meine lieben Hörenden, gebt auf Instagram, LinkedIn und wo auch immer ihr mit mir redet und natürlich auf den Podcast-Formaten gerne ein Feedback dazu, was ihr davon haltet. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wir hören uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.